Tag 3 beginnt und es regnet extrem. Ja, meiner Schuhe habe ich mich entledigt. Es ist 2 Grad und es regnet. Und ich kann nicht sagen, dass es sehr angenehm ist. Aber nun ja, Cyberloom. Also, ich gehe jetzt zu Desathlon, um mir Surferschuhe zu holen. Weil ich habe zwar jetzt meine Barfußschuhe geholt und ja, werde die auch tragen, bloß es soll halt sehr, sehr viel regnen und die sind auch irgendwann durch. Deswegen hole ich mir jetzt noch ein paar Surferschuhe. Und dann ja, gehe ich wieder zurück, genau von dort, wo ich, ja, wo ich angefangen habe, quasi, wo ich aufgehört habe. Und das ist echt, also jetzt noch zusätzliche Kilometer, die ich jetzt hier laufe und die ich ja, noch verbringe, was eigentlich nicht eingeplant war. Ja, einfach weil ich nochmal zurückgefahren bin und ja, jetzt versuche, ein besseres Schuhwerk zu bekommen. Aber richtig passend ist es auch nicht. Also ich werde zu Desathlon gehen und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Also es ist halt blöd. Es ist einfach nur blöd, wenn man es nicht gewohnt ist, das ganze Jahr lang barfuß zu gehen, sondern im Winter halt immer Pause macht bei Schnee und Eis. Und ja, aber so weit bin ich noch nicht. Und deswegen, das mit den Schuhen, okay, wir haben gesehen, mein Hals tut ein bisschen weh. Das hat ja schon von Anfang an, war das der Fall. Aber nun ist es ja auch so, dass es halt die Füße jetzt noch sehr, sehr kalt sind. Mal schauen. Und ja, wo ich ein bisschen Respekt habe, wir werden heute komplett, also ich und Cecile sind dann auch wieder vereint und wir werden dann ja quasi beim Regen heute die ganze Zeit laufen und noch Zelt aufbauen. Es soll durchweg ja, regnen. Es sind 18 mm angesagt, was auch immer das bedeutet. Es ist auf jeden Fall noch kein Schüttregen, sondern irgendwas zwischen mäßigen starken Regen und das den ganzen Tag beim Wandern. Wir werden dann ungefähr ja, wieder ankommen. So gegen 14 Uhr und müssten dann eigentlich 30 Kilometer laufen, das heißt bis 22 Uhr oder bis 22 Uhr je nach Pausen und dann im Dunkeln das Zelt erfahren. Das wird nichts, deswegen laufen wir 15 bis 20 Kilometer, bauen unser Zelt noch halbwegs im Hellen auf, müssen dann die darauffolgenden Tage noch mehr laufen und es sieht alles nicht so wirklich gut aus. Und ich hoffe nur, meine Gesundheit macht mit. Ich kann auf jeden Fall, ich laufe jetzt wieder Ballengang und ich laufe zuerst jetzt barfuß, solange es halt eben geht und ja, und dann Surferschuhe kaufe ich mir noch für 10 Euro. Die sind halt wenigstens so ein bisschen wärmer als Ballenschuhe und ein bisschen, also die sind wasserdicht, aber die sind nicht atmungsaktiv, das heißt, die von innen schwitzen und das wird, aber es geht weiter und nur darum geht's, es geht weiter und ja, ich bin nach wie vor glücklich und mal schauen, was passiert. Ich hoffe, man versteht mich. Back on the road. Und ja, es ist ja, schön mit Cecile vereint, jetzt hier ja, weiter zu laufen. Und naja, ich habe natürlich jetzt ganz schön was in Knochen. Die ganze Rennerei, habt ihr natürlich nicht gezählt, wie viele Kilometer das sind. Und ja, es ist. Aber ich habe jetzt doch wieder erstmal meine Barfußschuhe angezogen, weil die Schuhe, die ich mir jetzt gekauft habe, die drücken halt auch ein bisschen an der kleinen Zehe. Aber es war best of the best, was ich kaufen konnte. Die haben die alten Schuhe zurückgenommen. Desathlon, richtig fetten Daumen nach oben. Die Schuhe waren, sag mal, 40 Kilometer lang getragen. Waren unten schon das Profil ab. Ein bisschen Farbe an der Seite, bin ich irgendwo an der Wand hängen geblieben. Alles anständig zurückgenommen. Cool. Und ja, also wirklich, Desathlon ist mein absoluter Number One Einkauf, wenn es um ja, Outdoor und sonst was geht. Immer zufrieden mit den Sachen und manchmal können die nichts dafür, zum Beispiel, dass mein Fuß zu breit ist und dass ich das trotzdem probiert habe. Naja, genau. Und jetzt geht's weiter und wir sind jetzt hier ungefähr noch eigentlich 20 Kilometer von unserem Tagesziel entfernt und das werden wir aber wahrscheinlich nicht schaffen, aus einem einfachen Grunde, ja, weil es 18 Uhr dunkel wird. Das heißt, ja, wir müssen dann heute wahrscheinlich ja, jetzt noch gemeinsam 15 Kilometer. Und dann falle ich tot ins Bett und naja, es soll nachts nicht so kalt werden. Also Regen ist zwar heute durchweg angesagt, es wird auch komplett durchweg regnen, aber ja, es soll 6 oder 7 Grad nachts werden und von daher alles cool. Ja, nächsten Tage der Aussichten, morgen soll es relativ trocken werden, ein bisschen kälter und am Mittwoch soll es wieder Minusgrade geben und auch ein bisschen Schnee oder Regen halt. Naja,
Schauen wir mal. Auf jeden Fall back on the road. Es war echt eine Riesenaktion jetzt hier zurück. Und dann Dings. Und hat mich auch 20 Euro gekostet hin und zurück. Alles summa summarum. Naja, drauf geschissen. Dafür geht's jetzt weiter. Tag 3. Ah, nee. Ja, tut immer noch weh, aber mit den Schuhen geht es viel besser, mit dem Ballengang geht es viel besser. Und ich habe 4 Paar Schuhe jetzt mit, alles Barfußschuhe und eins gekauft, das habe ich euch ja schon gezeigt, diese Taucherschuhe. Und ja, ich hoffe einfach, dass es damit geht. Und es war mein Fehler, mit den anderen Schuhen zu starten, aber egal. Ist halt ein Fehler und war kurz traurig, egal. Wie kann ich den Fehler lösen? Das ist immer die Sache. Du hast irgendwas, dann kannst du schauen, also ein Problem. Entweder du kannst es lösen oder du kannst es nicht lösen. Wenn du es nicht lösen kannst, dann musst du es akzeptieren. So, und ja, ich habe überlegt, kann ich das Problem lösen? Ja, ich kann es lösen. So, und dann ist die Frage, kann ich lösen? Will ich das lösen zu dem Preis oder will ich es nicht lösen? Ich überlege, klar, es war stressig, nach Hause fahren, wieder hierher, Wanderung weiterführen. Aber ich wollte es lösen und ich habe es gelöst. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt ist mir total egal, was die letzte Zeit passiert ist. Jetzt ist jetzt. Und jetzt bin ich wieder am Wandern. Und ich bin so froh, dass ich das getan habe. Und das Einzige, was jetzt halt nervt, ist beim Schlucken ganz schön Beschwerden, da ich... Ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi entschlossen habe, wieder zurückzugehen, barfuß gelaufen bin und zwar draußen kalt und Regen und ich denke, da halte ich ein bisschen. Aber naja, esse ich einfach nicht so viel, da muss ich auch nicht so viel schlucken. Weiter geht's. Na ihr? Alles cool bei euch? Sogar das der nickt. Ach süß. Ach, der hat sogar auch ein Regencape. Na, warum soll es dem Pferd schlechter gehen als uns? Ach, was süß. Ach ja. Ja, alles gut. Ach Mann. Der hat Ruhe. Ach Mann. So schön. Wie der durchschnittliche YouTube-Nutzer jetzt schon abgeschaltet hat. Das scheint ja ein richtiges Pferdeparadies zu sein. Ne? Na ihr? Boah, das sieht da irgendwie anders aus. Aber ihr seid auch schön. Naja, ich mach dann mal weiter. Tschüss. Ach schön. Ja, das hier ist ein bisschen mein Problemkind. Ich habe den Zeh mittlerweile nun komplett mit Pflastern ummantelt. Das ist halt wie so eine, fühlt sich an wie so eine große Eiterbeule. Das tut halt sehr, sehr weh. Auch in den Schuhen, aber nicht so wie krass wie dem anderen. Und ich denke mal, der wäre nicht so zu dem geworden, wenn ich von Anfang an die Schuhe getragen hätte. Der andere, der fühlt sich mittlerweile eigentlich ganz gut an. Ne? Aber ja, es ist halt doch sehr schmerzhaft. Ich glaube, 10 Kilometer oder sowas, die mal gelaufen sind und naja, geht wieder langsam dem Ende entgegen, der Kräfte. Und ja, was auch blöd ist, ist Hals. Der Hals wird immer dicker, ich habe immer mehr Schluckbeschwerden. Ja, also ganz so einfach, also ich habe ein Shirt, wir sind direkt an der Bundesstraße, ganz so einfach, dass man einfach nicht mehr schluckt, geht es scheinbar doch nicht. ja, jetzt esse ich erstmal ein Salbei-Bonbon. Ja, ich hoffe, dass das dem Hals irgendwie gut tut und naja, es wird nicht leicht, aber ich meine, jetzt war wirklich ziemlich heftig, hat es ja vor uns erklärt, die letzten Stunden, jetzt bin ich wieder, ich bin jetzt wieder am Wandern und mir geht es besser, als wo ich aufgehört habe und das ist gut, aber wenn ich sehe, dass noch, glaube ich, so 110 Kilometer noch vor mir liegen, naja, aber ich habe ja gesehen, ich versuche alles, egal ob ich mir Schuhe neu kaufen muss oder sonst was. Ja. Andererseits, was auch noch ein bisschen blöd ist, ist halt die Kälte und die Nässe. Also ich bin unter so einem Regencape und da schwitze ich und trotzdem ist es kalt. Das ist halt alles irgendwie blöd. Aber ich ertappe mich immer wieder, das zu erzählen, was nicht so gut läuft. Was gut läuft, da gibt es nicht so viel zu erzählen.
Das ist einfach das Gefühl. Du läufst und du fühlst dich im Flow. Das ist ja immer wieder dasselbe. Und von daher, aber das macht alles diese negativen Sachen weg, sonst würde ich es nicht machen. Das heißt, das positive Grundgefühl überwiegt. Aber wenn das vielleicht manchmal nicht so rüberkommt. Aber, ja. Also ist ja so ähnlich wie in Nachrichten, wisst ihr? In Nachrichten, wenn 20 Uhr, ihr macht die Nachrichten an, die Sprecherin sagt, alles ist gut, wunderbar, alles geht seinen Gang. Ja, das interessiert keinen. Das interessiert keinen. Die, die auch das Empfinden haben, alles ist gut, die schauen keine Nachrichten, weil die Nachrichten heutzutage einfach nur noch billige Sensationsgier ist. Ne? Da geht es, kaum relevante Dinge werden da noch gebracht, sondern es werden 1000 irrelevante Dinge gesagt, die keine Sau interessieren. Da werden emotionale Storys aufgebauscht, Menschen lieben Geschichten, anstatt einfach die Information zu sagen. Und also deswegen schaue ich lange keine Nachrichten mehr. Aber naja, man ertappt sich dann selber so immer da irgendwie die Dinge zu sagen, die vielleicht eher tendenziell negativ sind. Aber sie sind einfach die Dinge, über die es sich zu berichten jetzt gerade lohnt in dem Sinne, weil sie das sind, was so diesen Flow, diese grundsätzliche Zufriedenheit unterbrechen. Und deswegen bringe ich das. Also versuche das auch so ein bisschen einzuordnen. Ja, alles nicht so dramatisch. Selbst wenn ich aufhören müsste mit der Wanderung, wäre auch nicht dramatisch. Nichts ist dramatisch. Nicht mal der Tod ist dramatisch. Ist einfach nur schön, auch wenn wir hier an der Bundesstraße sind. Kurze Impression. Hier hängt mein Regenkleb. Bin wieder mal an der Bushaltestelle. Ja. Wumm. Ich könnte ja mal einen Blitz machen, mal sehen, wie die hier reagieren. What the fuck? Naja. Wie vorhin mal voll ist, hat sich noch so gut angefühlt und dann auf einmal schüttete das. Wir einfach nur in den Wald rein und man sieht mich ja gerade, kann man mal. Boah. Einfach in den Wald rein und alles aufgebaut. Zuerst das Innenzelt, dann, das ist immer genau das, zuerst das Innenzelt, dann alles noch rein, was noch trocken sein könnte und Regencape, alles Zeug draußen lassen, an Baum binden ganz schnell, dass es nicht wegfliegt, dann ja, also Innenzelt, alles trocken rein, dann Außenzelt, dann alles nass, schnell an Baum binden, auf jeden Fall nochmal auf Toilette gehen, ganz wichtig und ja, und dann einfach schnell ins Zelt rein und boah, ich hoffe, das Zelt hält, das ist neu, das hat 20 Euro gekostet, 19,99, ich habe das billigste Zelt überhaupt genommen, ja klar, würde mir vielleicht auch keine 150 Euro Zelt leisten, aber wenn es nicht geht, geht's nicht, aber ich hoffe einfach, dass es hält, das Zelt. Ich hoffe einfach, dass es das Zelt hält. Ich bin, wie gesagt, ich habe euch das vor uns gesagt, ich bin absoluter Fan von Desathlon und das Zelt. Ich weiß nicht, ob ich es korrekt aufgebaut habe. Man hätte es noch mehr abspannen können. Gerade beim Regen ist Abspannen eine sehr, sehr interessante Sache. Aber die hatten nur 6 Haken dabei und ich hätte 10 gebraucht. Ich habe noch 4 Reservehaken im Rucksack, aber das muss dann einfach schnell gehen. Du musst dann wirklich in kürzester Entscheidung einfach die sinnvollsten Entscheidungen treffen. Und das war dann einfach lieber ins Trockene, als hier da irgendwie noch mehr abspannen oder so weiter. Ich kann immer noch nackt schnell rausrennen und mir abspannen, wenn ich merke, dass es zu nass wird. Wie gesagt, innen ist es leider schon reingeregnet, als ich das Innenzelt reingemacht habe. Und ich bin extrem gespannt, wie die Nacht wird. Ich werde euch berichten. Und also wenn das Zelt hält, dann verlinke ich euch das. Das gibt es nicht bei Amazon, das weiß ich. Das gibt es tatsächlich nur bei Desathlon. Aber ich bin gespannt. Okay, das war ein dritter Tag. Oh, der dritte Tag hat es in sich. Ich glaube, das letzte Mal war es der vierte Tag. Oder auch der dritte Tag. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Aber der dritte Tag der Wanderung hat es immer in sich. Und diesmal, das war erst dieses Hin- und Hergefahren, dann jetzt versucht, ach so, da kommt noch was drauf, das ist mir jetzt ganz untergegangen. Das mit der Zehe, das ist halt echt ein Problem, das ist klar, dass ich das nicht einfach so weg, die Schuhe waren scheiße und wenn ich in neue Schuhe drin bin, ist der Zeh nicht automatisch gut und ich kann von vorne anfangen, sondern ich nehme die Scheiße halt mit. Und ich glaube, mit dem Hals, das kriege ich unter Kontrolle, glaube ich. Ich habe Bonbons und irgendwie das geht, das ist auch was Längerfristiges. Das mit dem Zeh, die Blase, das wird wahrscheinlich, und es sind noch 100 Kilometer oder über 100 Kilometer, die zu laufen sind. Wir haben heute nicht viel geschafft, wir haben heute
14, 15 Kilometer geschafft. Wir sind erst 14 Uhr losgelaufen. Und oh, naja. Aber egal wie es kommt, ja, ich hoffe, dass ich es bis zur Revolution schaffe. Ich ziehe da durch. Es soll jetzt Minusgrade werden und so, aber ich will es einfach schaffen. Und wenn ich es aber nicht schaffe, das ist ganz wichtig, ich will es schaffen. Aber wenn ich merke, dass meine Gesundheit zu sehr darunter leidet oder wenn ernsthafte, wirklich für mich, wo ich denke, das ist wirklich ernsthafte Gefahren. Weil letztlich ist es alles Spielerei. Ne? Ich rufe 112 und dann holt mich die Ambulanz ab und dann ist es gut, wir leben in Deutschland. In Deutschland gibt es keine große ernsthafte Gefahr im Outdoor-Bereich. Ne? Wenn man halbwegs clever ist und ein Handy mit hat, da ist das Handy wieder mal sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Und von daher ja, muss ich auch keine Sorgen machen und so, aber es ist halt, ja, aus der Komfortzone wird man ganz schön rausgerissen. Ne? Wenn man mal so draußen ein bisschen rumspaziert, von Leipzig nach Berlin im Winter. Naja, gut. Na gut, dann, das war Tag 3. So langsam überkommt mir, ich war gerade noch so ein bisschen geschockt und so ein bisschen, aber so langsam überkommt mich so eine Freude, so irgendwas Sicheres, einen sicheren Space kreiert zu haben. Und das neue Zelt ist auch hell, das andere war dunkel und ja, ist eigentlich auch schön. Ne? Wird man sich wie so ein Himmelszelt. Alles klar, na dann. Genießt da, wo ihr jetzt seid, so wenn ihr zu Hause seid im Regen oder so weiter. Und denkt an mich, ich irgendwo wieder direkt neben der Bundesstraße, aber es hilft halt alles nichts. Direkt neben der Bundesstraße irgendwo beim Vollplatzregen da mich hingefetzt habe und ja, Cecile auch. Cecile, ja, auch ganz schnell ihr Zelt aufgebaut und ja, wir haben es wir können es jetzt noch unterhalten über die Zelte hinweg, aber ja, da ist nichts mehr groß mit abends vielleicht ein Talking Circle oder irgendwie einen abends ruhig ausklingen lassen. Da ist man nur froh, dass man irgendwie gerettet ist und ja, das setzt aber auch sowas, also ein paar Endorphine frei, merke ich gerade. Ja, naja. Morgen früh wird mein Zelt wieder voller Nacktschnecken sein, das weiß ich. Absammeln. Ich erinnere mich an das vorige Mal, ich glaube 150 Stück oder so. Aber gehört halt dazu. Interessant wird morgen sein, dass wir ja, über 20 Kilometer bis zum nächsten Laden haben und bereits jetzt keine Getränke mehr haben. Und ja, und dann wahrscheinlich den Livestraw nutzen. Oder ich wollte eigentlich eine Flasche rausstellen. Ich habe eine leere Flasche von Regen auffangen. Werde ich vielleicht sogar noch machen. Ja, oder wie wir das lösen. Aber morgen. Jetzt erstmal safe und Tag 3 zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder zu Tag 4 und ja, ruf zur Revolution!